Hallo Leute, mein Name ist Otzosee und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft, wo wir hier heute wieder an der frischen Luft sind, hier draußen, wo wir schon drei Farmen gebaut haben und heute machen wir Nummer 4 hier vor mir in diesem Quadrant und zwar werden wir eine Farm für Zuckerrohr bauen und es wird nicht die super effiziente Farm sein, aber wir brauchen Zuckerrohr ja eigentlich nur, damit wir etwas Papier bekommen und das dann hauptsächlich auch nur für unsere Raketen, damit wir in der Gegend rumsausen können. Drum hier nicht höher als das. Und weil wir ja sowieso eine Gebäudehülle drum bauen, versuche ich das möglichst kompakt zu gestalten und nicht unbedingt, dass die Farm gut aussieht, weil das sieht nicht toll aus. Da lässt sich drüber streiten, aber drum machen wir ja eine Hülle drumrum. Das Sammelsystem ist nun mal schon da. Hier auf dieser Seite haben wir einen klassischen Hopper Minecart Unloader, so dass alles in dieser Kiste enden wird. Das ist das gleiche System, wie wir es auch bei der Dripstone Farm bereits haben. Und hier am Ende machen wir nicht einfach kehrt, sondern die Linie geht nach oben, damit wir mit dem selben Mechanismus zwei Layer bewirtschaften können. Und hier drauf kommt nun die eigentliche Farm, der unterste Layer und dann das gleiche nochmals einmal darüber. Der untere Layer ist nun platziert und wie ihr vielleicht erkennt, schaut die Farm hier nach innen statt nach außen. Und das ist hauptsächlich, weil dann kann ich hier in der Mitte einen Block sparen, so dass ich hier auf der Seite genügend Platz für die Auslade habe und das Ganze in diesem Rechteck hier reinpasst. Und das, was jetzt noch fehlt, ist hier oben die zweite Schicht darüber. Da brauchen wir zu unterst natürlich auch wieder die drei Ebenen oder die drei Gleise nebeneinander. Und dann werden wir hier kehren und hier irgendwo in der Mitte werden wir Redstone-Blöcke haben. Die zweite Ebene ist nun auch platziert und wie ihr da hinter mir auf dem Boden seht, funktioniert die Farm bereits. Was effektiv noch fehlt, ist dieser letzte Teil, wo wir den Minecart platzieren. Und der wird dann alles aufsaugen, während er hier durch die Farm läuft. Und da ist er im oberen Stock angekommen. Und da habe ich doch glatt einen Block vergessen. Gut, dann probieren wir das nochmals. Und wenn er dieses Mal oben ankommt, dann sollte er da auch wieder die Kehrtwende machen und zu uns nach unten zurückkommen. Sein ganzes Inventar hier leeren. Und erst wenn alles aufgesaugt ist, hier fährt er weiter.
Wunderbar. Gefällt mir, wie das funktioniert. Das war eine weitere Farm von unserer Liste. Und wir machen nächstes Mal wieder weiter im Untergrund. Also bis dann und tschüss.